Freunde, kann mich jemand abholen? Denn heute geht es richtig zur Sache. Ich denke mal, jeder von euch kennt das Spiel Jenga. Und einer muss wirklich es versuchen, uns runterzuschießen. Und da kann er einfach die Blöcke kaputt machen. Aber wir als Spieler müssen versuchen zu überleben, Freunde. Und damit erstmal, hey Freunde, schön, dass du eingeschaltet hast. Und wenn du jetzt einmal hier bist, lass auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben. Dann, wow, da schießt er wieder was. Seht ihr das? Ihr müsst oder wir müssen aufpassen, dass der uns nicht runterschießt. Und der hat richtig krasse Kanonen. Der schießt gerade so eine Bombe und... Okay, okay, okay. Leute, das ist Jenga. Ich denke mal, jeder von euch kennt das Spiel. Wir dürfen einfach die ganze Zeit nicht runterfallen und müssen aufpassen, wohin der schießt. Ah, Alter, der hätte mich fast mit der Bombe getroffen. Hey, du Loser, wo ist er hin? Der traut sich nicht mehr. Nee, und cheatend? Wow, was machst du da, wollte ich gerade fragen. Er hat gerade uns abgeschossen, ihr seht es. Da schießt er mit der Bombe. Er kann richtig, richtig gut zielen. Und wir müssen trotzdem sehr, sehr doll aufpassen. Und, Quietschente? Geht's dir gut, Quietschente? Wenn ja, dann nag einmal. Ja, okay, das sehe ich mal jetzt als nein. Oh, nein, 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 Freunde. Okay, okay, okay. Wow, hier gehen tatsächlich nach und nach alle Blöcke kaputt. Es leben nur noch 7 von 17. Und er zerstört gerade nach und nach hier unsere Blöcke. Und wir haben wirklich nicht mehr viele zum Überleben. Aber wir müssen... außer die Ente, einfach alle ausweichen. Oh, oh. Okay, okay, okay. Es leben wirklich nur noch... Wow! Alter, ganz wenige. Okay, okay, okay. Kann ich mich hier irgendwie nicht... Wow! Verstecken und der schießt einfach aus dem Nichts da. Ihr seht ihn, da ist dieser Imposter, nenne ich ihn mal. Er... Wow! Hat mich umgeschnetzelt. Und damit hat er eine Runde gewonnen. Und wir sind die zweite Runde hier auf dem Jenga-Turm. Bitte lass mich leben, okay? Ich will wirklich leben bleiben, also... Bitte schießt nicht auf mich. Und wow, Alter, was schießt der denn da? Der schießt Autos? Ey, Kumpel, ich meine, wir können Freunde sein. Wollen wir das nicht nochmal... Wow! Ausdiskutieren. Alter, habt ihr das gesehen, was gerade für krasse Autos wirft? Oh mein Gott, okay, 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 Leute. Wir müssen uns jetzt wirklich mal ein bisschen verstecken. Ich meine, was macht ihr da unten? So sicher seid ihr nun da auch nicht. Wow, okay. Alter, hey, Edgy, Betchy, Edgy, Nudge. Und wir gucken mal hier rein und... Ah, okay, ihr kommt. Hallo, da stehe ich. Wow, Leute, oh mein Gott, ich wäre fast mit runtergeflogen. Okay, okay, warte, warte, oh mein Gott, es leben nur noch 4 Stück. Da sind die letzten 3 und da sind fast alle runter. Ey, wir sind die letzten beiden. Lass mich in Ruhe, ich will gewinnen, Mann. Hey, warte mal, jetzt sei nicht so, wir sind ein Team. Ich bin ein Team mit meiner Ein-Mann-Armee. Ey, warte mal, ihr seid 3, dahinter auch egal. Oh nein, 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 okay, okay, okay. Freunde, ich werde auf jeden Fall alles probieren, um auszuweichen. Und wow, da schießt er wieder ein Auto. Hey, jetzt ist mal gut mit Autos werfen hier. Oh, Tacke! Alter, okay, okay, okay. Ich bin der letzte Überlebende, Freund. Ihr seht es, tatsächlich lebe ich gerade nur noch als letztes. Und ja, ich versuche mich jetzt gerade hier ein bisschen zu verstecken. In der Hoffnung, dass der mich nicht sieht. Und dann natürlich nicht auf mich schießt unbedingt. Wow! Alter, das Auto war echt knapp, Leute. Okay, keine Ahnung, was der macht. Auf jeden Fall soll der mal bitte auf mich schießen. Ja, wow! Oh mein Gott, okay, okay, okay. Alter, der will es echt wissen. Ich bin mal wieder eine Etage nach unten gegangen. Und wir schauen mal, wann er das nächste Mal schießt. Und ich glaube, jetzt wird das nächste Auto geflogen kommen. Und wow, Alter, Volltreffer. Und ey, kann ich einsteigen? Nee, okay, ich kann nicht einsteigen. Alles klar. Wow, wir haben drüber geredet und da unten liegen alle meine Freunde. Ich meine, das sind ja nur noch 170 Minuten oder Sekunden. Das ist ja absolut gar kein Problem. Das sind gefühlt noch 3 Minuten. Hey, hilft mir doch mal jemand. Oh nein, oh nein, oh nein. Und wow, da kommt das nächste Auto. Nein. Ich hatte ja mal absolut gar keine Chance. Und hey, sag mal, was ist mit dir? Warum nimmst du dein Fahrrad mit? Und wow, okay, warte mal. Hier wurde schon, glaube ich, draufgeschossen. So, ich guck mal, auf was, also was der nächste Kandidat benutzt. Und er benutzt Bomben. Und warte mal, Bombenschiffe? Da kommen einfach kleine Boote. Oh nein, er macht unten alles kaputt. Schaut euch das mal an. Er macht wirklich unten alle Blöcke weg, sodass wir gleich runterfallen. Oh nein, oh nein, oh nein. Gute Nacht, wir sehen uns dann. Wow! Bald gar nicht mehr. Okay, Leute, jetzt wird es auf jeden Fall, wow, spannend. Und nein!
Aua. Okay, er hat echt alles mega, mega gut runtergeschubst. Und eigentlich würde ich auch gerne mal schießen, aber okay, die stellen immer die Rampe am Anfang so ein. Das verstehe ich. Und ihr seht, die Rampe wird eingestellt, mehr oder weniger. Und dann wird alles geschossen. Aber bitte lass uns in Ruhe. Oder, okay, sie lässt uns natürlich nicht in Ruhe. Sie spawnt Mülltonnen, aber viel zu niedrig oder passen die sogar? Oh Mann, ey, okay, okay. Ein bisschen habe ich tatsächlich Angst. Hat jemand mein Fahrrad gesehen? Nee, dein Fahrrad ist genau auf deinem Rücken. Also, das sehe ich. Oh Mann, oh Mann. Okay, okay, Leute, wir müssen jetzt hier irgendwie... Oh mein Gott. Nach unten kommen, aber warte mal. Hey, wir haben gewonnen, let's go! Ich habe absolut keine Ahnung, wie wir jetzt gewonnen haben oder weshalb wir gewonnen haben, aber auf jeden Fall haben wir gewonnen. Und ich meine, das ist auch das, was am Ende hier zählt, dass wir gewonnen haben, meine Damen und Herren. Und oh nein, wir haben wieder einen Profi am Werk. Er fängt genauso an wie der andere. Er zerschlägt hier nach und nach unten alle Blöcke, sodass wir gleich wieder mega, mega weit nach unten fallen. Können wir nicht, Freunde? Wow! Da sind aber richtig viele geflogen. Alles klar, ich habe nichts gesagt. Oh mein Gott. Wow. Oh mein Gott, da stand ich noch gerade drauf. Alter, kannst du nicht mal ein bisschen aufpassen? Ich meine, was soll denn das jetzt? Das ist... Wow, okay, alles klar, ich habe nichts gesagt. Okay, okay, Alter. Oh mein Gott, der meint es echt ernst. Okay, warte mal, Leute. Ich springe eine Plattform nach unten. Ich hoffe, das war kein Fehler. Und ich bin hier auf jeden Fall geschützt. Das hoffe ich zumindest. Immerhin leben noch... Wow. 5 oder 6. 6 Stück wirkt mir noch angezeigt. Und Alter, der mit deinem Fahrrad lebt immer noch. Und schaut mal, ich kann jetzt hier sogar rumlaufen. Hey, Edgybird, ich bin hier. Okay, wir lassen es mal wieder sein. Wow! Das war keine gute Idee. Und ey, warte mal, was machst du denn da unten? Er schubst alle Blöcke runter. Oh mein Gott, okay, okay, es leben noch 2 Personen. Ich und... Oh, keiner mehr. Und hey, Freunde, hier habe ich sogar gerade Fans wirklich in echt getroffen. Und das ist mega, mega cool. Einfach euch in Roblox. Und wenn du willst, dass ich mal mit dir gemeinsam spiele, dann werden wir jetzt eine Challenge machen. Und nein, das ist nicht die Challenge, ob ich überlebe oder nicht. Und zwar werden wir die Challenge spielen. Du musst jetzt nur mit dem linken Zeigefinger, hör ganz genau hin, mit dem linken Zeigefinger dieses Video liken. Und wow, ein Kommentar schreiben. Und wenn du es geschafft hast, dann schreibst hinter deinem Kommentar noch deinen Roblox-Namen und dann werde ich dich liken und vielleicht kann ich ja mal mit dir gemeinsam spielen. Und ansonsten empfehle ich, komm in meine Roblox-Gruppe, die heißt Vitamine-Fangruppe. Das ist mega cool, da sind fast alle drin. Also, warum bist du da nicht drin? Ich würde sagen, Freunde, dieses Mal sind wir sogar dran. Okay, wir können jetzt hier unseren Speed erhöhen oder erniedrigen. Dann können wir hier noch nach oben oder unten. Und wir können hier noch Select Car. Wir können einen Bowlingball. Swedish? Warte mal, wir probieren Swedish mal. Und bam. Alter, okay. Das hat ja jetzt gar nichts gebracht. Also jetzt mal ernsthaft, Leute. Schaut euch mal an. Dieser Noob. Okay, doch, das war ganz gut. Aber ich würde sagen, wir werden auf jeden Fall noch weiter nach oben machen, um jetzt hier auch zu treffen. Und bam. Okay, okay, wir haben immer noch keinen rausgehauen. Wir müssen einmal nach unten machen und werden mal einen Hamburger spawnen. Viel Spaß mit dem Hamburger! Oh, Leute, ich habe schon das erste Loch dort hinten geformt und werde gleich noch hinterher das zweite Loch machen. Bam! Und oh mein Gott, jetzt sind die ersten raus. 13 von 17 leben noch. Ihr seht es. Haha. Damit hättet ihr wohl nicht gerechnet. Hier frisst man den Hamburger. 11 leben noch. Und ihr werdet jetzt sowas von umgeschnetzelt. Wir probieren es mal hier hinten und... Ja, okay. Das hat nicht so gut geklappt. Wir brauchen einfach nur wieder ein bisschen runternehmen. Ich würde sagen, wir machen mal ein weniger Speed und nehmen eine Gun. Okay, wir feuern mal mit der Pistole. Okay, okay. Warte mal. Wir machen wieder Vollspeed, Freunde. Und feuern mit der Pistole da. Wow! Gleich die nächsten raus. Damit sind gerade 2 neu rausgeflogen. Und wie schmeckt euch diese Pistole hier? Bam! Ich bin der Champion, was das angeht. Und hey, was machen die da unten, Mann? Okay, die werde ich jetzt sowas von raushauen. Um die beiden rauszuhauen oder um die generell raushauen, müssen wir die Rampe ein bisschen weniger machen und ein bisschen weniger Speed. Und dann können wir... Ja, einen raushauen. Und wie wäre es, wenn wir nicht nur einen raushauen, sondern den nächsten gleich mit? Freunde, was baue ich da für eine Pyramide für die? Aber bam! Und ich habe gewonnen! Let's go, Freunde! Oh mein Gott, habt ihr das gesehen, wie ich gerade übel abgeräumt habe? Und du wirst mich nicht abräumen! Also, ich hoffe es, denn ich
ich bin sowas wie ein Profispieler, oder? Also, ich denke schon. Und oha, er ist hier so ein cooler SWAT-Member und, oh mein Gott, mit was schießt er auf uns? Ich meine, jetzt haben wir mal wirklich alle Fähigkeiten gesehen, mit denen wir schießen konnten. Und das war mega cool. Aber die hat noch nichts geschossen, oder? Ich weiß nicht. Oh, warte mal, der Turm wackelt. Alter, Freunde, der Turm wackelt hin und her. Mit was schießt die? Keine Ahnung, warum die alles rumwackeln. Ich würde mal sagen, bleibt doch mal einfach alle still stehen. Dann wackelt der Turm auch nicht so. Und Game Over, wir haben gewonnen. Was war das denn für eine Runde? Ich bin im nächsten Spiel. Und das dort hinten ist derjenige, der uns raushauen möchte. Und wow, okay, er hat schon mega viele rausgehauen. Und das hat er echt wow gut gemacht. Aua, kann mir jemand eine Pizza holen? Mein Kopf ist verdreht. Aua. Oh Mann, ey, ich wollte eigentlich noch ein bisschen weiterkommen, Freunde. Lasst jetzt mal Daumen nach oben da, wenn wir das Game gemeinsam zocken sollen. Weil dann kann ich ja vielleicht euch mal raushauen. Und jetzt werde ich auf jeden Fall nicht nochmal verlieren hier. Das kann nicht sein. Ich werde jetzt auf jeden Fall eine Runde gewinnen. Und wie ist jetzt jemand hier ausgeschieden? Warum ist der runtergefallen? Also jetzt mal im Ernst. Der hat noch nicht einmal geschossen. Hey, wer bist du denn? Moin, ich bin's, Jamel. Jamel? Cool. Aber Jamel, ich habe keine Zeit für dich, denn ich muss hier wirklich gerade überleben, Freunde. Und es geht wirklich über... Wow! Bomben, Leben oder Tod? Oh mein Gott, er schießt einfach mit Bomben. Und wo ist die nächste Bombe, die nächste nukleare Attacke? Kommt, noch nicht. Und ich kann ganz genau sehen, was du machst, mein Kumpel. Und wow, Alter, der hat ein Auto gespawnt, der Doktor. So war das aber nicht abgemacht da hinten, ja? Das gibt uns eine Anzeige. Okay, er beschießt uns mit Autos. Ich habe alles zurückgenommen. Ich nehme alles zurück, mein Kumpel. Ob wir eigentlich gar keine Kumpels sind? Okay, wir sind Kumpels. Wenn du es lässt, dass du uns mit Autos beschießt. Schießt! Wow! Oh mein Gott, Alter, hier ist einfach ein Auto gekommen. Okay, warte mal. Wir können uns hier so an die Wand stellen und... Oh mein Gott, können wir eigentlich diese Blöcke bewegen? Ich glaube, guck mal vorne, wenn ich die ganze Zeit hier so rumschiebe, dann kann ich einfach, glaube ich, den Block bewegen. Oder man bildet sich jetzt einfach ein, als wenn man den beschiebt. Aber wir schauen mal, wo er... Wow! Das Auto spottet. Okay, 8 Stück Leben noch. Ich bin mal gespannt, was er jetzt machen wird. Und er versucht uns die ganze Zeit zu bombardieren und bekommt es nicht hin, uns runter zu... Wow, schubsen, aber... Alter, alles gut bei dir, Katze? Und, wow! Alter, er hat wieder einige getroffen. 6 von 16 leben noch und da sind die nächsten runtergefallen. 4 Menschen, also 4 Mitstreiter mit mir, leben noch und... Oh mein Gott, okay, ich habe mich jetzt mal hier so gut versteckt. Ich versuche mal hier in die Ritze zu kommen, okay? Hier ist super, hier fühle ich mich wohl. Okay, hier fühle ich mich wirklich wohl. Und wow, okay, Jamie lebt noch und noch ein anderer. Aber das könnte auf jeden Fall jetzt böse ausgehen, wenn du uns noch einmal treffen sollte. Guck mal hier vor, oha, da wollte ich gerade noch hinspringen. Oh mein Gott, Alter, habt ihr das gesehen? Wow, da kommt wieder mal ein Auto geflogen. Okay. Leute, ich denke, was war das denn jetzt? Was habe ich denn jetzt gemacht? Oh mein Gott, ich bin aber noob. Ich würde sagen, Freunde, wir spielen jetzt noch 2 letzte Runden. Und ich bin mal gespannt, ob wir es schaffen werden, noch eine Runde zu überleben. Und warum springen die gerade in den Tod? Oh Mann, okay. Leute, die leben echt am Limit. Aber ich würde sagen, so, wir warten mal, bis derjenige das erste Item schießt. Und, Alter, eine Sonne? Die hat gar keinen Schaden gemacht, Kumpel. Aber jetzt kommt direkt ein Boot von ihr geflogen. Das finde ich nicht in Ordnung. Hör auf damit! Und, oh Gott. Okay. Ich versuche die ganze Zeit hier oben zu bleiben. Ich werde keinen Schritt nach unten gehen, aber, oh, es wackelt schon extrem, Leute. Ich glaube, so lange kann ich jetzt nicht mehr hier oben bleiben. Denn ich glaube, wir fallen gleich runter, Freunde. Oder auch nicht. Das steht echt stabil. Und hey, warum sagt er Fake? Ich bin doch kein Faker, oder? Oh. Oder bin ich doch einer? Oh mein Gott, Alter. Wie habe ich das denn jetzt überlebt, Freunde? Oh mein Gott, habt ihr das gesehen, wie ich gefallen bin? Das war ein Stunt. Ihr könnt mich auch den Stuntman 3000 nennen. Aber absolut sehe ich gerade gar nichts. Und ich weiß nicht, ob sie auf uns schießt oder nicht. Oh. Warte mal, sie schießt ein Motorrad auf uns? Nee, stimmt. Das ist dieser Mensch gewesen, den sie geschossen hat. Kommen wir zur finalen Runde, Freunde. Und die möchte ich jetzt auf jeden Fall nochmal überleben. Aber das wird natürlich so, wie wir es kennen, nicht so einfach. Außer man hat einen Vitamino-Rucksack. Dann ist man gut gewidmet. Schaut auf jeden Fall im Roblox-Shop vorbei, Freunde. Denn den könnt ihr für 100 Robux euch holen. Und damit unterstützt ihr mich. Aber jetzt zurück zum Bombenspiel. Denn wir werden gerade hier wieder attackiert von bösen Atombomben. Und ich... Oh, spring mal als einziges da runter. Ich weiß nicht, ob das so schlau war oder vielleicht... Oh mein Gott, vielleicht sogar doof. Aber jetzt sind wir hier voll in der Zwickmühle. Und wow!
Alter, sie hat mich gerade noch gefragt, ob ich der Echte bin. Und jetzt ist sie weg und da kam die nächste Bombe. Okay, 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 Leute, wir müssen uns jetzt auf jeden Fall ein bisschen... Wow! Alter. Okay, sie hat es nicht überlebt, das kann ich euch jetzt sagen. Und wow! Okay, 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 Leute, er übertreibt aber auch komplett. Es leben nur noch 9 Stück von 16. Das bedeutet, ich kann auch überleben. Aber wow, Alter, was hat er denn für einen Tower gebaut? Okay, das sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Oh, aua. Ja, okay, das war doof. Na toll, jetzt habe ich nicht aufgepasst, Freunde. Aber ich würde sagen, ich würde das gerne doch mal mit euch gemeinsam spielen. Und dafür schreibt jetzt Hashtag VitaminAmi in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, weißt du ja, was zu tun ist. Lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren, um keine neuen coolen Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns morgen beim neuen coolen Video. Bis dahin. Tschüss.